Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine Patchwork-Tasche nähen kann. Ich habe hier oben ein breites Gummiband eingezogen, aber ich habe die Tasche so genäht, dass sie hier an der Seite so versteckte Öffnungen hat. Dann kann man, wenn man das mit dem Gummiband nicht leiden mag, auch ganz einfach Kordeln durchziehen und die Tasche mit Kordeln dann zuziehen. Außerdem kann man die Tasche als Wendetasche benutzen, einfach umkrempeln und dann kann man die Tasche auch so rumtragen. Wie ich die Tasche genäht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier seht ihr die Stoffe, die ich mir vorbereitet habe für die Tasche. Diese sind die Stoffe für die Außenteile der Tasche, also einmal für die Vorderseite und einmal für die Rückseite zugeschnitten. Dann brauche ich einen Futterstoff, da nehme ich diesen gepunkteten Stoff. Dann habe ich mir zugeschnitten zweimal Stoff für die Henkel der Tasche. Und dann habe ich mir zweimal Vlies zugeschnitten. Das sind noch so Reste, die ich hatte. Die werde ich in die Henkel mit einnähen. Und dann brauche ich noch Gummiband. Das ist 3 cm breit. Die Maße sage ich euch gleich noch, aber die braucht ihr euch im Einzelnen noch gar nicht zu merken. Denn ich schreibe die Maße ja immer noch in die Infobox unter das Video. Und so werde ich das natürlich auch dieses Mal machen. Für die Henkel habe ich mir zwei Stoffstreifen zugeschnitten. Die sind 55 cm lang und 16 cm breit. Dann habe ich jeweils einen Streifen zur Hälfte gefaltet und gebügelt, dann wieder auseinandergefaltet und beide Seiten nochmal zur Hälfte falten und wieder bügeln. Und dann noch einmal zusammenfalten und bügeln, sodass die Henkel dann 4 cm breit sind und natürlich immer noch 55 cm lang. Man kann da jetzt ein Vlies mit einnähen, aber wenn ihr kein Vlies zu Hause habt, dann könnt ihr die Tasche auch ohne Vlieseinlage nähen. Ich hatte noch so Reste vom Quilten und das kam zufällig hin. Von der Größe, dass ich die Reste hier jetzt noch mit einarbeiten kann. Und zwar ist das ein Vlies, das man nicht aufbügeln kann. Und das lege ich einfach hier mit ein. Das habe ich mir etwas kürzer zugeschnitten als die Henkel. Die Henkel sind ja 55 cm lang. Das Vlies habe ich mir 53 cm in der Länge zugeschnitten und 3 cm in der Breite. Dann kann ich das einfach hier so mit reinlegen und mit einnähen. Und bei diesem Henkel mache ich das auch. Da lege ich so den Rest rein und nähe das dann gleich mit ein. Ihr könnt die Vlieseinlage weglassen oder wenn ihr habt, vielleicht Flieseline H650 zum Aufbügeln nehmen und dann auch einfach so einen Streifen zuschneiden und den damit einlegen. Also das lege ich mir dann so zusammen und dann nähe ich als erstes die Henkel. Vlies reinlegen, alles so falten, wie ich es gerade gezeigt habe. Dann kann man sich das etwas feststecken mit Clips oder mit Stecknadeln. Und dann nähe ich da auf beiden Längsseiten einmal entlang mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5. Einmal von der einen Seite nach hier nähen und das nächste Mal von der anderen Seite nach hier nähen. Und zwar näht man immer einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite, damit sich der Stoff nicht verzieht. Und das Ganze werde ich auch nicht füßchenbreit nähen, sondern vielleicht so einen halben Zentimeter vom Rand entfernt steppe ich da einmal mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5 entlang. Bei beiden Henkeln. Einmal von der einen Seite nach da und dann von der anderen Seite. Und bei diesem Henkel mache ich das genauso. So, das sind die beiden Henkel, die kann ich noch mal einen Moment zur Seite legen und als nächstes nähe ich mir dann die Stoffe für die Außenteile der Tasche zusammen. Dazu habe ich mir insgesamt 6 Stoffstreifen zugeschnitten, also je zweimal diesen bunten Stoff, 47 cm hoch, 29 cm breit.
und insgesamt 4 von diesem gepunkteten Stoff, auch 47 cm hoch, aber nur 14 cm breit. Und dann nehme ich jetzt zweimal diesen gepunkteten Stoff und einmal diesen bunten Stoff mit den Vöglein, und die Streifen nähe ich jetzt aneinander. Dazu lege ich die Stoffe an den Längsseiten rechts auf rechts zusammen, dass das hier mit der Stoffkante bündig abschließt. Dann stecke ich mir das ein bisschen fest und nähe dann gleich den ersten Stoffstreifen hier füßchenbreit an mit einem ganz normalen Geradstich. Einfach hier einmal entlang nähen, füßchenbreit mit Stichlänge 2,5. Und wenn der erste Streifen angenäht ist, dann kann ich den zweiten auch gleich annähen. Lege ich mir hier auch rechts auf rechts drauf, an der langen Seite, dass das wieder beides zusammen abschließt. Auch wieder ein bisschen feststecken. Und dann nähe ich da auch einmal füßchenbreit mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5 entlang. Am Anfang und am Ende, da werde ich verriegeln. Das muss man nicht unbedingt, weil das ja nachher noch weiter vernäht wird. Aber ich verriegel das hier am Anfang und hier am Ende auch. Also so werde ich einmal die ersten Stoffteile zusammennähen. So sieht das jetzt aus. Jetzt habe ich die ersten 3 Stoffstreifen zusammengenäht für die Außentasche, und mit den zweiten Streifen mache ich das genauso. Einmal habe ich hier den bunten, da lege ich diesen schmalen wieder an, rechts auf rechts an einer langen Seite, und dann kann ich mir das wieder feststecken, und dann nähe ich da auch mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5, einmal dran lang, und hier genauso auch wieder rechts auf rechts legen. Und dann auch wieder an der langen Seite füßchenbreit zusammennähen. Und nachdem das zusammengenäht ist, kann man dann das Ganze wenden und auf der Rückseite die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das habe ich bei diesem Teil schon gemacht. Und wenn ich das zweite gleich genäht habe, dann mache ich das genauso. Falte ich das auseinander und bügel das auch wieder auf den Rückseiten, dass auf der Rückseite die Nahtzugabe schön flach auseinandergebügelt ist. Inzwischen habe ich also die beiden Außenstoffe, Vorderseite und Rückseite, für die Tasche zusammengenäht. Also einmal für die Rückseite, einmal für die Vorderseite. Und dann habe ich die Teile gewendet, gebügelt, Nahtzugaben auseinandergebügelt auf den Rückseiten. Und dann habe ich geguckt, ob ich das nochmal ein bisschen begradigen muss. Und ich habe meine beiden Teile jetzt noch etwas begradigt, so dass ich jetzt eine Höhe von 46 cm habe, und nach dem Zusammennähen sind diese ganzen Teile 54 cm breit. Und nach diesen Maßen habe ich mir dann zweimal Stoff für die Rückseite zugeschnitten. Also ich hatte ja gerade gesagt, die Außenstoffe sind noch 46 cm hoch, 54 cm breit. Und für die Futterstoffe habe ich mir die 1 cm länger zugeschnitten. Also dass ich jetzt, nachdem ich diese schon begradigt habe auf 46 cm, habe ich mir hier trotzdem 47 cm zugeschnitten. Dann kann ich nachher oben an der Tasche einen kleinen Rand von dem Futterstoff überstehen lassen. Also zweimal Futterstoff zuschneiden, 47 cm lang und 54 cm breit. Das sind jetzt die 4 Stoffteile, die ich brauche. Als nächstes bereite ich mir den Boden für die Tasche vor. Und zwar möchte ich, dass meine Tasche einen Boden hat von einer Breite von ungefähr 8 cm. Deshalb muss ich hier unten im Stoff jetzt kleine Quadrate ausschneiden, um den Boden vorzubereiten. Ich muss jetzt ein bisschen nach dem Stoff, nach dem Muster gucken. Ich habe ja hier die Bäumchen mit den Vögeln drauf. Und die Tasche soll ja nachher dann so aussehen. Also dass hier oben die Henkel dran kommen und hier unten kommt dann der Boden rein. Also lege ich meine kleinen Quadrate hier unten an und zeichne da gleich einmal drumherum. Ich wollte ja einen
fertigen Boden haben, der ungefähr 8 cm breit ist. Deshalb habe ich mir Quadrate zugeschnitten. Ich schneide mir die immer so aus Pappe zu, so kleine Schablonen, 5 x 5 cm. Die lege ich jetzt hier unten in der Ecke an und zeichne da einmal drumrum. Und dann schneide ich das gleich aus. Also das mache ich jetzt an allen 4 Stoffteilen, dass ich jeweils da, wo später der Boden hin soll, so kleine Quadrate einzeichne von 5 x 5 cm. Wenn ihr einen Boden haben wollt, der 10 cm breit ist, dann müsst ihr Quadrate zuschneiden 6 x 6 cm. 1 cm muss man immer noch so für die Naht dann ja abrechnen. Also wenn ihr einen breiteren Boden haben wollt, dann müsst ihr euch größere Quadrate vorzeichnen und dann unten ausschneiden. Also insgesamt muss ich dann jetzt, wie viele Quadrate ausschneiden? Ich glaube 8. 1, 2, 3, 4, genau, und auf dieser Seite auch. Zeichne ich mir auch überall so ein Quadrat ein und schneide das dann aus. Das Schöne an diesen Taschen ist ja immer, man kann gucken, was man noch so an Stoffen hat. Es ist ja kein Schnittmuster direkt vorgegeben. Die Größe kann man dann ja so variieren, wie man die Tasche haben möchte oder so, wie man noch Stoff hat. Und so mache ich das mit dieser Tasche auch. Jetzt schneide ich dann als nächstes erstmal diese ganzen Quadrate aus und danach muss ich noch ein bisschen weiter messen und noch ein bisschen weiter einzeichnen. Das zeige ich euch dann gleich. So sieht das jetzt aus. Jetzt habe ich unten also überall so ein kleines Quadrat ausgeschnitten. Dann wollte ich ja später dieses Gummiband als Zug so oben an der Tasche mit annähen. Da muss ich mir dann jetzt als nächstes den Tunnelzug vorbereiten. Dazu nehme ich ein Teil von den Stoffen, die später nach außen kommen und lege das mit der linken Seite nach oben vor mich hin. Hier ist ja jetzt unten, wo nachher der Boden hinkommt. Hier ist oben die obere Seite von der Tasche, wo die Henkel hinkommen. Und da messe ich jetzt von der oberen Stoffkante einmal 7 cm hier nach unten. 7 cm und da mache ich mir einfach so eine kleine Markierung mit dem Kugelschreiber. Da muss ich nämlich beim Nähen dann nachher eine Lücke lassen und zwar von 4 cm. Also einmal messe ich von hier oben nach hier 7 cm, mache da einen kleinen Strich und von dem Strich messe ich dann nochmal 4 cm ab. Und da mache ich mir auch so einen kleinen Strich. Das mache ich auf dieser Seite auch. Also einmal 7 cm runter messen. Das ist da. Und dann nochmal 4 cm weiter. Und da mache ich mir auch einen Strich. Also das Gummi ist ja ungefähr 3 cm breit. Und den Tunnel mache ich 4 cm, damit das Gummi da auch gut reinpasst. Das ist jetzt das erste Teil der Vorderseite, also Außenstoff. Und jetzt mache ich das bei dem zweiten auch. Mit der linken Seite nach oben hinlegen. Und dann messe ich hier einmal 7 cm runter. Markierung machen. Und dann nochmal nach 4 cm eine Markierung machen. Und auf der Seite auch. Einmal 7 und dann nochmal 4 cm. Wenn ihr ein schmaleres Gummiband einziehen wollt, dann braucht ihr den Tunnel ja nicht 4 cm breit machen. Dann messt ihr einfach hier von oben einmal 7 cm und dann vielleicht noch 2 cm, je nachdem wie breit das Gummi ist. Also das sind jetzt die beiden Außenstoffe gewesen. Das Futter habe ich mir ja 1 cm länger zugeschnitten, weil ich das ja oben überstehen lassen wollte.
Das lege ich jetzt auch mit der linken Seite nach oben vor mich hin. Hier unten ist wieder der Boden. Hier ist die Oberseite. Das habe ich ja jetzt 1 cm länger zugeschnitten. Deshalb messe ich von hier oben einmal von der Kante 8 cm und dann nochmal 4. Und auf dieser Seite hier auch einmal 8 cm messen. Und dann nochmal 4. Und bei dem zweiten Teil auch. Da unten ist wieder der Boden. Und hier oben messe ich dann einmal wieder 8 cm. Und nochmal 4. Und hier auch einmal 8 und einmal 4. Damit habe ich dann die Markierungen für den Tunnel schon mal so eingezeichnet. Da muss ich dann gleich beim Nähen drauf achten, dass ich da nicht zunähe, aber das zeige ich euch gleich. Als nächstes suche ich mir jetzt von den Stoffen, also ich suche nicht, ich falte die einmal zur Hälfte, dass ich die Mitte habe. Also dass ich oben die Mitte habe. Und da stecke ich mir eine Nadel rein zur Markierung. Und das mache ich wieder bei allen 4 Stoffen. Die ist wieder unten. Hier oben suche ich mir die Mitte, falte ich das einmal so zusammen. Und stecke mir da auch wieder eine Nadel rein. Da ist die Mitte. Und das mache ich mit den Außenstoffen auch. Einmal zusammenfalten. Mitte suchen. Die Mitte brauche ich nämlich, damit ich die Henkel da gleich gut abmessen kann und dann alle gleichmäßig annähen kann. So, hier auch nochmal die Mitte suchen. Einmal so zusammenfalten. Mitte suchen und Nadel reinstecken. So, dann kann ich meine Henkel nehmen. Und dann messe ich von der Mitte. Ja, wie viel messe ich da ab? 7 cm. Also von der Nadel messe ich zu beiden Seiten einmal 7 cm ab. Kann ich mir auch eben anzeichnen. Da auch. Also hier ist die Nadel, hier sind die beiden Markierungen mit 7 cm und da lege ich jetzt meinen Henkel an. Hier, wo die 7 cm sind, da lege ich die eine Seite von dem Henkel an, lasse das hier so 1 cm überstehen und dann stecke ich mir das einmal fest und hier auch. Hier ist die Markierung mit den 7 cm. Da lege ich das an, lasse das hier auch wieder so 1 cm überstehen und stecke mir das auch einmal fest. Jetzt habe ich den Henkel hier schon so aufgesteckt. Jetzt kann ich dann eins von den Futterstoffteilen nehmen. Da habe ich mir ja hier auch die Nadel gesetzt für die Mitte. Lege diese Teile rechts auf rechts zusammen, dass hier unten wieder die Seiten sind mit den ausgeschnittenen Quadraten. Hier oben lege ich das zusammen, Nadel auf Nadel bzw. Mitte auf Mitte. Einmal so zusammenlegen und feststecken. Und dann nähe ich das Ganze hier oben einmal füßchenbreit zusammen.
also Füßchen breit mit einem ganz normalen Gradstich, Stichlänge 2,5. Einmal hier diese lange Naht zusammennähen. Am Anfang und am Ende verriegeln und wenn man hier hinkommt, wo die Henkel sind, dann nähe ich einmal drüber und wieder zurück und dann weiter, damit die praktisch doppelt festgenäht sind. Und bei diesem auch. Also wenn man hier weiter näht, dann einmal rüber nähen, zurücknähen und dann weiter bis zum Ende nähen und da wieder verriegeln. Jetzt habe ich das hier oben also einmal zusammengenäht. Wenn ich das Ganze jetzt auseinanderfalte, dann sieht das so aus. Da kann man dann schon die Tasche erkennen. Und das zweite Teil, das nähe ich jetzt genauso. Ich habe ja hier die Mitte gesucht von dem Außenstoff. Und jetzt messe ich wieder zu beiden Seiten 7 cm ab. Das ist da und da. Und dann nehme ich meinen Henkel und lege den hier an. Lass den wieder einen Zentimeter überstehen hier oben. Also da, wo ich die Markierung gezeichnet habe, lege ich den an. Steck mir das einmal fest. Hier auch. An der Markierung anlegen, feststecken. Und dann nehme ich wieder den Futterstoff, lege den hier rechts auf rechts drauf und nähe das dann hier oben einmal zusammen. Wenn euch das lieber ist, dann könnt ihr auch jetzt hier einmal ganz knappkantig entlang nähen. Dann sind die Henkel schon mal ein bisschen fixiert. Einfach mit einem großen Stich, Stichlänge 4 zum Beispiel, einfach einmal hier ganz knapp innerhalb der Nahtzugabe einmal entlang nähen. Dann sind die Henkel schon festgenäht. Also die zwei Nähte, Zusatznähte könnt ihr machen oder ihr legt auch wieder jetzt den Futterstoff hier drauf, Mitte auf Mitte, steckt euch das wie etwas fest und näht dann auch wieder hier oben einmal füßchenbreit mit einem ganz normalen Gradstich, Stichlänge 2,5 entlang. Am Anfang und am Ende verriegel ich und hier über den Henkel, da nähe ich wieder doppelt drüber. Also wenn ich hier ankomme, nähe ich drüber, wieder zurück und nochmal wieder und hier genauso, dass ich hier praktisch dreimal drüber genäht habe, damit das auch gut hält. Jetzt habe ich also hier diese beiden Teile und die muss ich jetzt zusammennähen. Dazu lege ich mir das alles rechts auf rechts zusammen. Den Henkel stecke ich mir einmal einfach so mit einer Stecknadel fest, damit der mich beim Nähen nicht stört. Diesen auch. Einfach zum Futter oder zum Außenstoff hin ein bisschen feststecken. Das ist nur, damit der beim Nähen nicht irgendwie in eine Außennaht gerät. Ach, jetzt habe ich es schon doppelt gesteckt. Also einfach hier so ein bisschen feststecken. Dann die beiden Teile rechts auf rechts zusammenlegen. Und zwar zu einer Seite die Außenstoffe rechts auf rechts zusammenlegen und zur anderen Seite die Futterstoffe. Und dann ist ja hier die Mittelnaht und hier ist die auch und dann fange ich immer so an der Mittelnaht an und stecke mir das alles zusammen. Einmal hier Mittelnaht auf Mittelnaht und feststecken und auf dieser Seite mache ich das dann auch. Mittelnaht auf Mittelnaht. Steck mir das auch einmal fest und dann kann ich mir das Ganze so rundherum zusammenstecken. Auf dieser Seite liegt ja das Futter. Das stecke ich mir einmal fest. Hier unten im Futter, da lasse ich mir eine Wendeöffnung und zwar mindestens so groß, dass man da mit der Hand reinfassen kann, damit man das nachher gut wenden kann. Also einmal rundherum zusammenstecken, die Außenstoffe auch einmal rundherum zusammenstecken. Da muss man ja dann keine Wendeöffnung lassen.
weil ich die ja schon im Butterstoff habe. Nachdem ich nun alles rundherum schön festgesteckt habe, kann ich jetzt die beiden Stoffteile zusammennähen. Und zwar nähe ich einmal ganz drumherum. In den Ecken, wo ich überall die kleinen Quadrate ausgeschnitten habe, da nähe ich nicht. Also diese kleinen Ecken nicht nähen. Nur die beiden langen Seiten und die beiden kurzen Seiten nähen. Jetzt habe ich mir ja hier überall mit dem Stift die kleinen Markierungen eingezeichnet, wo ich dann später den Tunnelzug nähen möchte. Innerhalb dieser beiden Markierungen, also wo ich da mit dem Kugelschreiber so einen kleinen Strich gezeichnet habe, innerhalb dieser Markierungen darf ich nicht nähen. Also ich mache das so, ich fange mal ein kurzes Stückchen so Zentimeter vor der Mitte an zu nähen und nähe dann einmal rum. Ganz drumherum. Also hier anfangen, bis zur ersten kleinen Markierung nähen, da verriegeln, dann diese 4 cm offen lassen und dann hier weiter nähen, also auch wieder mit verriegeln und dann ganz bis runter nähen. Dann hier unten einmal nicht nähen und dann die kurze Seite weiter nähen und dann immer so weiter. Hier, wo was ausgeschnitten ist, wo die Quadrate ausgeschnitten sind, in den Ecken nicht nähen und alles andere dann einfach einmal mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5, füßchenbreit zusammennähen. Hier auf der anderen Längsseite habe ich ja auch wieder die Markierungen 7 cm von der Mittelnaht eingezeichnet und dann nochmal 4 cm freigelassen. Also und zwischen diesen Markierungen auch wieder nicht nähen. Wenn man dann so hoch näht, bei der ersten Markierung wieder mit Verriegeln aufhören, die 4 cm freilassen und dann weiter nähen, also mit Verriegeln wieder anfangen und weiter nähen, bis man einmal ganz drumherum genäht hat. Also einmal ganz drumherum nähen mit einem normalen Geradstich, Stichlänge 2,5, innerhalb der gezeichneten Markierungen nicht nähen und noch an die Wendeöffnung im Futterstoff denken. Inzwischen habe ich also einmal ganz drumherum genäht, die Ecken freigelassen und innerhalb der gezeichneten Markierung, die 4 cm, habe ich auch nicht genäht und ich habe eine Wendeöffnung im Futterstoff gelassen. Jetzt muss ich ja noch diese vier Ecken zunähen. Dazu ziehe ich mir das so ein bisschen auseinander und lege dann Naht auf Naht, eine Nahtzugabe nach rechts, eine Nahtzugabe nach links. Oder beide Nahtzugaben auseinanderstreichen, das geht auch. Aber auf jeden Fall Naht auf Naht legen, feststecken und dann kann man einfach hier unten einmal füßchenbreit mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5 entlang nähen und damit hat man dann hier unten die Ecke zugenäht. Inzwischen habe ich überall die Ecken zugenäht und bevor ich die Tasche jetzt wende, schneide ich die Nahtzugaben noch ein bisschen zurück. Allerdings schneide ich die Nahtzugabe hier unten an der Wendeöffnung nicht zurück und ich schneide die Nahtzugaben auch nicht zurück innerhalb dieser kleinen 4 cm Markierung, die ich hier eingezeichnet habe. Da wird die Nahtzugabe auch nicht zurückgeschnitten. Also wenn, dann nur bis ran zurückschneiden, aber die Nahtzugabe hier bei dieser 4 cm Markierung und auf der anderen Seite auch, also überall, wo diese 4 cm eingezeichnet sind, diese Markierung, da die Nahtzugaben nicht zurückschneiden und an der Wendeöffnung auch nicht zurückschneiden. Also jetzt kann ich das ganze Teil einmal wenden und dann einmal bügeln. Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Ich hatte die Tasche jetzt schon gewendet, aber ich drehe das noch mal einmal zurück. Denn ich hatte ja hier vier so Stellen markiert, immer diese 4 cm, die ich hier nicht genäht habe. Die brauche ich ja für den Tunnelzug gleich, den ich gleich nähen werde. Und da habe ich mir gerade eben überlegt, die Nahtzugaben hier innerhalb dieser 4 cm, die werde ich einfach festbügeln. Die klappe ich mir so ein bisschen um. So. Und dann setze ich da jeweils so ein ganz kleines Stückchen Flisofix dahinter. Das bügele ich da einfach rein.
damit das nämlich nachher, wenn ich den Tunnelzug nähe, dann schön aussieht. Beziehungsweise wenn die Tasche nachher fertig ist, damit diese Nahtzugabe da irgendwelche Fädchen nicht immer in der Tasche rumhängen, werde ich das einfach ebenso mit Plisofix ein bisschen festbügeln. Also alle vier Stellen, wo ich da die 4 cm eingezeichnet habe, die schlage ich mir so um die Nahtzugaben und bügel das dann jeweils mit ein bisschen Plisofix auf beiden Seiten fest. Auf dieser Seite, auf der Seite und hier bei den anderen eingezeichneten Stellen mache ich das auch so. Hier kann ich euch das nochmal zeigen, was ich meinte. Diese sind ja die Öffnungen für den Tunnelzug. Und das meinte ich eben, wenn man da die Nahtzugabe einfach nach innen umschlägt und da ein bisschen Plisofix oder Bondaweb oder Saumfix, was ihr so da habt, reinlegt und dann die Nahtzugabe festbügelt, dann hat man das nachher hinterher, wenn das fertig ist, so schön ordentlich. Also dann kann zur rechten Seite vom Stoff praktisch die Nahtzugabe ja nicht mehr so austreten, weil ja das Ganze jetzt festgebügelt ist. Also das seht ihr gleich auch vielleicht nochmal genauer, wenn ich den Tunnelzug nähe. Das habe ich jetzt bei allen 4 Öffnungen gemacht, bei diesen 4 cm Öffnungen überall so ein bisschen Flisofix eingelegt und festgebügelt, sodass ich jetzt so 4 so schöne, saubere Öffnungen habe. Und jetzt werde ich die Tasche dann nochmal eben wenden und dann bügeln. Inzwischen habe ich die Tasche gewendet und gebügelt und das Futter habe ich dann so etwas hochgezogen, dass das hier oben rundherum 1 cm übersteht. Und jetzt werde ich nochmal einmal hier oben drumherum nähen und zwar genau hier in dieser Naht. Mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3, nähe ich da einmal ganz drumherum. Die Träger liegen ja nach hier, die nähe ich dann nochmal so hier mit fest und dann einmal hier so genau auf der Naht einmal ganz drumherum nähen mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 3. Jetzt habe ich hier oben ja nochmal einmal ganz drumherum genäht und als nächstes muss ich jetzt noch 2 Nähte setzen, damit ich den Tunnel bekomme für mein Gummiband. Ich habe die Tasche jetzt extra so genäht, dass hier im Außenstoff jeweils eine Öffnung ist, auf beiden Seiten und im Futterstoff auch. Denn wenn man kein Gummiband einziehen möchte, dadurch ist die Tasche ja oben praktisch immer zugezogen, dann kann man, wenn man die Tasche so näht, zum Beispiel auch eine Kordel durchziehen und dann die Tasche von beiden Seiten zuziehen. Also ich habe ja jetzt extra hier 4 Öffnungen genäht, dann kann man statt des Gummibandes auch eine Kordel nehmen. Aber ich werde da dann gleich mein Gummiband einziehen. Wie gesagt, da muss ich jetzt noch 2 Nähte setzen. Bei mir sind das jetzt hier von der oberen Kante bis hier 6,5 cm. Oder sagen wir mal 7 cm. Da nähe ich jetzt einmal eine Naht hier ganz drumherum, 7 cm vom oberen Rand. Ich stecke mir da Stecknadeln einmal ganz rum und dann nähe ich einmal 7 cm vom oberen Rand entfernt ganz um die Tasche herum. Und zwar durch beide Stoffe, durch den Stoff der Außenseite und durch den Futterstoff. Einmal 7 cm vom oberen Rand entfernt drumherum nähen. Wenn ich das gemacht habe, dann nähe ich noch einmal 4 cm von der dann genähten Naht auch nochmal eine Naht. Auch wieder durch beide Stoffschichten nähen, auch mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5. Ganz drumherum nähen, einmal 7 cm vom oberen Rand entfernt und dann von der zweiten Naht 4 cm entfernt, auch einmal ganz drumherum nähen. Ich habe jetzt die beiden Nähte genäht, einmal 7 cm von oben und dann von der Naht nochmal 4 cm entfernt. Die erste Naht hier, das habe ich mir ein bisschen eingezeichnet und für die 4 cm habe ich dann den Abstandshalter an die Nähmaschine geschraubt und dann die zweite Naht genäht. Und dann habe ich mir 55 cm von meinem Gummiband abgeschnitten und das ziehe ich jetzt hier durch.
Das Gummiband habe ich jetzt einmal hier ganz durchgezogen. Zwischendurch habe ich mir hier am Anfang das Gummi auch mit einer Stecknadel etwas fixiert, damit mir das nicht durchflutscht, wenn ich das durchziehe. 55 cm hatte ich mir abgemessen und ich meine, das ist eine ganz gute Kräuselung so für die Tasche. Und ich meine auch, dass das vielleicht doch besser ist, wenn man so ein etwas breiteres Gummiband nimmt, als diese schmalen Gummibänder, die so nur einen Zentimeter breit sind. Wenn man so ein breiteres Gummiband nimmt, ich glaube, das sieht doch besser aus als so ein schmales Gummiband. Und beim Einziehen des Gummis aufpassen, dass sich das nicht unterwegs, also wenn man durchzieht, dass sich das nicht verdreht. Jetzt habe ich das also hier durchgezogen. Ich habe im Moment nur so kleine Sicherheitsnadeln. Ich habe mein Nähzimmer aufgeräumt und finde meine großen Sicherheitsnadeln nicht wieder. Mit den großen Sicherheitsnadeln kann man das ja besser durchziehen, aber hat so ja auch geklappt. Jetzt habe ich hier die beiden Enden und da nähe ich jetzt einfach mit der Nähmaschine zwei-, dreimal so mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5, so durch, damit ich die beiden Enden dann zusammengenäht habe. Jetzt habe ich die beiden Gummibänderenden so zusammengenäht, einfach ein paar Mal durchgenäht mit einem ganz normalen Geradstich. Dazu habe ich das Gummi nochmal ein Stück rausgezogen und jetzt kann ich das Gummi also hier im Tunnelzug so verteilen, wie ich das dann haben möchte. So sieht die fertige Tasche jetzt aus. Ich habe das Gummi so eingezogen, wie ich das haben wollte. Und wie gesagt, ich habe die Tasche ja jetzt so genäht, dass man entweder ein Gummi einziehen kann oder, wenn ihr das lieber möchtet, eine Kordel. Und dann könnt ihr es auf beiden Seiten zuziehen. Ich habe es jetzt so mit dem Gummi gemacht und habe dann ja jetzt hier an der Seite die Schlitze. Ich brauche die ja jetzt eigentlich nicht, weil bei mir bleibt das Gummi drin. Da kann ich, wenn ich will, die auch einfach noch mit dem Leiterstich zunähen. Aber fällt so auch nicht auf, wenn man das jetzt so trägt. Ich habe das ja hier innen extra geklebt, die Nahtzugaben. Also es fällt auch so ganz schön, aber wenn man will, könnte man jetzt hier noch die 4 cm offene Stelle zunähen. Theoretisch kann man es innen auch zunähen, aber man kann es auch lassen. Also ich glaube, innen lasse ich es auf jeden Fall auf. Wenn das Gummi mal kaputt gehen sollte, dann habe ich hier gleich eine Öffnung und kann das Gummi durchziehen. Aber was ich auf jeden Fall noch machen muss, ich muss die Wendeöffnung ja noch zunähen. Und weil ich die Tasche ja vielleicht auch mal so rum benutzen möchte, also als Wendetasche, dann sieht das schöner aus, wenn man die Wendeöffnung mit der Hand zunäht. Also ich nähe ja die meisten Wendeöffnungen, das heißt, die in den Taschen nähe ich eigentlich immer mit der Hand zu, weil das dann am wenigsten auffällt. Wenn ich hier jetzt mit der Maschine lang nähe, dann habe ich immer hier unten so eine kleine Naht. Und das, finde ich, sieht nicht schön aus, wenn man die Tasche dann als Wendetasche benutzen will, wenn man dann hier unten eine Naht hat. Also deshalb werde ich die Wendeöffnung gleich so einfach mit dem Leiterstich mit der Hand zunähen. So, die Wendeöffnung habe ich hier mit der Hand zugenäht, ist fast gar nicht zu sehen. Und damit ist die Tasche fertig. Und man kann sie dann als Wendetasche benutzen und entweder so rumtragen oder, so wie ich das machen werde, mit der schönen bunten Seite nach außen. Ich habe ja die Wendeöffnung unten im Boden genäht. Ihr könnt die Wendeöffnung auch in der Seite nähen, das ist egal. Ihr könnt auch eine Tasche noch vorne mit drauf nähen. Oder wenn ihr eine Innentasche haben wollt. Ich brauche das immer nicht, deswegen nähe ich kaum Innentaschen in meine Taschen. Und ihr könnt statt des Gummibandes könnt ihr auch eine Kordel einziehen. Ich habe die Tasche ja extra jetzt so genäht, dass man vier Öffnungen hat und auch eine Kordel einziehen kann. Und wie gesagt, man kann hier die Seitennähte, die 4 cm Öffnung, kann man noch zunähen mit der Hand, aber man sieht die gar nicht. Also ich lasse die so, wie ich die genäht habe. Falls ich doch mal das Gummi nicht mehr leiden mag und möchte da eine Kordel reinziehen, was ich allerdings nicht glaube, ich finde das mit dem Gummi so ganz schön. Aber falls, dann habe ich gleich so die Öffnung für die Kordel da. Ja, damit ist die Tasche fertig. Ich hoffe, meine Nähidee hat euch gefallen. Ihr kommt mit der Anleitung zurecht und könnt die Tasche dann ganz einfach nachnähen.
Falls ihr die Tasche nachnähen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.